Wenn ihr möchtet, dass eure Hardware schneller läuft, als sie das aktuell tut, dann solltet ihr mal über Takten in Erwägung ziehen. Was genau das ist, wie das funktioniert und wo ein wenig die Unterschiede bei den verschiedenen Prozessorherstellern so liegen, das erfahrt ihr in der neuen Folge Schnell und Einfach. Heute über Takten. Der Begriff des Übertaktens kommt daher, dass Geschwindigkeit von Prozessoren in Taktraten gemessen werden, beziehungsweise Wiederholungen pro Sekunde. Wenn wir also diese Taktrate anheben, bekommen wir ein Performance Plus. Übertakten kann man so ziemlich jedes Gerät, was einen Prozessor hat, ob das jetzt ein Taschenrechner ist oder ein Gameboy oder ein Handy oder einfach ein Gaming-PC. Und in diesen Fällen arbeiten wir meistens mit Intel oder AMD-CPUs, die sich auch unterschiedlich übertakten lassen. Während AMD-CPUs fast alle übertaktbar sind und einige von ihnen auch kein Limit nach oben haben, sprich ihr könnt den Multiplikator der Taktrate, wenn ihr wollt, theoretisch bis ins Unendliche hochschrauben, ist es bei Intel-Prozessoren so, dass ihr nur die Modellnummern mit einem K am Ende overclocken könnt und viele von ihnen sind auch nach oben hin abgeriegelt. Aber wenn meine CPU schneller laufen kann, als sie das ohnehin schon tut, warum overclockt der Hersteller das Ganze nicht von vornherein schon? Dies hat verschiedene Gründe. Unter anderem sollten wir den höheren Energieverbrauch anführen, welcher dazu führt, dass euer Netzteil mehr Strom verbraucht und eure CPU einen höheren Hitzeoutput bekommt und die Temperatur ansteigt. Ihr solltet generell darauf achten, dass eure Temperatur nicht über 70 Grad Celsius steigt, ab dann beginnt nämlich ein sehr kritischer Temperaturbereich. Ja, ich weiß, manche CPU halten höhere Temperaturen aus als andere, aber ihr solltet grundsätzlich darauf achten, dass sie einfach nicht zu lange zu heiß läuft, denn darunter leidet die Lebensdauer eurer Komponente extrem. Und genau deshalb solltet ihr euch um eine gute Kühlvorrichtung kümmern und da reicht der Standard-CPU-Kühler, der mit eurem Prozessor zusammengekommen ist, nicht aus. Ihr braucht also einen extra Luftkühler oder bestenfalls eine Wasserkühlvorrichtung, um die Temperaturen im Gehäuse und von der CPU schön niedrig zu halten. Profis, die ihren PC oder ihre CPU zu Rekordwerten übertakten, machen das sogar teilweise bei Minusgraden und bringen mit Stickstoffkühlung die CPU zu extrem hoher Leistung. Was genau kippst du denn da gerade rein? Flüssiger Stickstoff, minus 196 Grad kalt. Also wir sind jetzt hier gerade bei minus 77 Grad, ist jetzt noch nicht so kalt, ich bin noch am Runterkühlen. Also nachher haben wir jetzt vielleicht minus 130 ungefähr. Wenn man zu kalt geht, dann geht das System aus, macht aber nichts aus. Wenn man dann wieder aufwärmt, dann startet es wieder. Also so ein kleines Phänomen, das da existiert. Also ich versuche es auf 6 GHz zu kommen. Der Standardtakt von der CPU sind 3 GHz. Das sind 8 Kerne, also ein i7-5960X und mit Luft- oder Wasserkühlung, wenn man richtig guten hat, dann kriegt man den auch so auf 4,5 GHz. Aber mit Flüssigstickstoff dann halt nochmal 1,5 GHz mehr. Man zahlt im Prinzip dafür nichts, man kauft sich eine CPU, das Potenzial ist da, man kann es übertakten, man kriegt dadurch prozentual durchaus mal 50% mehr Frames. Man muss sich schon überlegen, ob man die Leistung jetzt uneingetastet in seinem System haben will oder halt nicht. Wie genau man am besten eine CPU übertaktet, welche Tools es so gibt und wie man da vorgehen sollte, das kann ich euch sehr gerne in einem kleinen Tutorial-Video mal erklären. Wenn ihr das denn sehen wollt, schreibt mir doch dafür euer Interesse unten in die Kommentare rein. Jetzt solltet ihr aber noch nicht abschalten, auch wenn hier unten schon die Endcard läuft, denn ihr könnt das Thema der nächsten Folge schnell und einfach selber mitbestimmen. In der Videobeschreibung gibt es einen kleinen Link zu einem giga.de-Artikel und da findet ihr eine Umfrage zu zwei Themen, die ich in der nächsten Folge gerne rannehmen würde. Thema A, Motherboard, Chipsätze, was genau muss ich bei einem Motherboard-Kauf beachten, was macht ein gutes Motherboard aus und wie viel Geld sollte ich da rein investieren? Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie schnell sollte mein Arbeitsspeicher denn überhaupt laufen? Was für einen Arbeitsspeicher brauche ich und alles zu RAM-Werten. Das könnt ihr bestimmen, wenn ihr auf den Link unten in der Beschreibung klickt. Hier unten gelangt ihr jetzt zur neuesten Folge Schnell und Einfach. Hier unten gelangt ihr, letzten Folge Schnell und Einfach meine ich natürlich zur letzten Folge Gear Glorious geht es hier. Und hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, wie immer, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, um mir zu zeigen, dass ihr die Erklärung cool findet und gerne mehr davon sehen würdet. Vielen Dank, mein Name ist Niklas, ich verabschiede mich in den Feierabend. Tschüss.